Hallo, bei The Long Dark, wo wir es irgendwie nicht schaffen, den Bär mal hinzurichten, sozusagen. Und ich stelle mich aber auch heute leicht seltsam an. Ich weiß nicht, manchmal hat man kein gutes Gefühl beim Spielen. Da ist, ne, und so. Und von daher machen wir erstmal etwas anderes. Nämlich Kaninchenpelz-Fäustlinge, die brauchen auch gar nicht, steht hier, um 30 Minuten. Was? Ach so! 30 Minuten. 5 Stunden! Das sollte ja gut funktionieren. Stellen uns diese Handschuhe her und dann benötigen wir eigentlich noch ein paar mehr Häschen, um die aber wieder reparieren zu können. Und hätten schon mal. Ich hätte vorher was essen sollen. Oder? Geht es so? Kann ich das machen, ohne irgendwie. Ich mach mal 2 Stunden. Ach ja, komm. Geht schon. Hab schon Schlimmeres gesehen. Wir wären auch wunderbar müde dabei. Ist dann auch bald schon wieder Nacht, glaube ich. Super. Gut. Gut, gut. Aber wir haben eine Dose mit. Das ist auch schön. Wie? Das geht noch, ne? Alles noch gut. Noch 3 Stunden übrig. Dann mache ich nochmal 2 Stunden. Scheint. Ich weiß übrigens wirklich nicht, ob sie wirklich an der Mechanik des Schlafens oder irgendwie da was geändert haben. Ich kann jetzt keinen großen Unterschied feststellen. Ne? Also. Hey, wir haben Kaninchenpelzfäustlinge. Wuhu! Yeah. 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 Moment. C. Na, wo sind sie denn? Da sind sie. Tada! Die sind jetzt zwar halt ein bisschen schwerer, ne? Und nehmen uns auch schon wieder ein bisschen sehr viel weg. 65%. One Moment. 0,5. Ach, die Gradzahl macht's, ne? Ja, aber mal ganz ehrlich, beim Wolfsberg, da ist man nur am Klettern und darf nicht über die 30 Kilo kommen. Hat jemand im Kopf, wie viel, sagen wir uns mal, alle Klamotten, wenn man sich die selber macht, plus Gewehr zusammen wiegt? Da kann man auch kaum was looten am Wolfsberg. Das ist doch irgendwie. Nicht so einfach. Wir verlieren halt immer mehr Sprintzeug. Ist natürlich auch nicht nett. Nicht nett. Nein. So, jetzt würde ich oben noch gerne kochen. Glaube ich. Und mich gleich wieder erschrecken, weil ich ganz genau weiß, dass der Wolf da stehen wird. Nicht erschrecken, Annika. Das ist, wirklich. Schäme dich. So, ich lasse die Tür auf. Dann können wir mal die anderen Handschuhe wegpacken. Weil auf einmal sind wir irgendwie überladen. Weil anscheinend die Handschuhe mehr wiegen wie die Felle und die Därme vorher. Sehr logisch, natürlich. Wer kennt es nicht? Ach nein, es liegt, glaube ich, eher daran, dass wir müde sind, ne? Ja, daran liegt es. Okay. Gut, dann schnappen wir uns mal hier das Zeug. Die Lackporlinge. Ich glaube, der Hagebuttentee klappt nicht. Das hier hätte ich gerne und das. Ich hätte gerne ein bisschen Wasser für Anna selber. Und Holz. Ja, Moment. Eine wenig Holz bräuchten wir. Man, I'm not sure I can carry much more. Ja. Warte. Ich könnte doch auch. Ach komm, wir nutzen das noch. Solange wir noch können, nutzen wir das. So langsam, aber wirklich nur ganz langsam müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir uns dann draußen wieder die Hütte bauen. Der Feuerstahl ist auch bald kaputt. Naja, traumhaft. Okay, machen wir Feuer. Ich hoffe, man sieht nicht zu sehr, dass bei mir ist alles hier entzündet um die Nase rum. Ist ganz rot. Ist wirklich. Sehr blöd. Mein Taschentuchverbrauch ist auch sehr unnormal hoch. Ah. Schön. Ja, das ist auch schön. Nicht so schön. Hm.
Der neue Kommandant hat noch was angesprochen in Bezug auf die E3. Come on, Fire. Er sich zum Beispiel auf Metro Exodus so sehr freut. Und da muss ich wirklich sagen, Metro war einer dieser Überraschungstitel, ne, die gezeigt wurden. Das sah so unglaublich gut aus. Fand damals Metro wirklich richtig, richtig cool. Das war ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich mochte das Ende so sehr. Ich weiß nicht, wenn ich immer an total tolle Enden denke, muss ich immer an Metro denken. Ich hoffe, dass es cool wird. Hoffe ich wirklich. Ich meine, das ist nicht. Na, die haben ja was gesagt von Open World und so. Ich glaube, es wird nicht ganz Open World sein. Aber das finde ich jetzt bei Metro jetzt nicht zu schlimm. Es ist halt so, ja, weiß ich. Ab und an hat es auch ein bisschen an Stalker erinnert, ne? Aber es sah schon wirklich toll aus. Hier, Yagare, die mal bitte. Ja, da kann man Blackboarding-Tee machen. Sehr schön. Gut. Und dann machen wir noch die Tees. Ich hoffe, das Wasser reicht dafür. Ich muss uns noch ein bisschen Wasser herstellen. Jetzt habe ich mir Wasser rausgenommen, aber habe jetzt total vergessen, dass wir die ja auch das Wasser brauchen für die Tees. Naja, wird schon. Sehr gut. Es ist ein Traum, dass man. Das dafür ist sau cool, dass man dafür Punkte bekommt. Für Tee kochen. Okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Außer Wasser natürlich. Hey! Weil so im Real Life ist ja Teekochen jetzt nicht gerade sehr beeindruckend. Das Ding ist auch, ich habe die letzte Zeit so eine Hustenbonbons, Krügerol heißen die, immer genommen. Die helfen mir wirklich dabei, mal so für 10 Minuten mal nicht zu husten. Und das Ding ist aber, ich hatte die letzten Tage wirklich kaum einen Geschmackssinn, weil alles so zu war wegen der Nase. Und jetzt langsam schmecke ich wieder was, wirklich ganz, ganz langsam. Und jetzt schmecke ich auf einmal diese Bonbons und die schmecken wirklich scheußlich. Die schmecken schrecklich. Die helfen zwar wirklich gut, aber... ist eklig. Ja. Okay, ich muss leider diese Bohnen essen. Ihr kennt unser Glück. Wir vergiften uns auch an 70%ig gut den Sardinen. Deswegen esse ich das mal lieber. Tu Anna den Gefallen. Und habe eigentlich alles das geschafft, was ich im letzten Part schaffen wollte und nicht konnte, weil ich mich habe ablenken lassen vom Bär. Das Ding ist, was machen wir? Tut mir leid, dass ich mich so... meine Nase. Sie kribbelt. Da hinten sind Wölfe. Und ich würde aber eigentlich gerne da hinten hin, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten natürlich ein bisschen umgehen, so ums Feld rum. Weil, wenn ich mich nicht irre, geht es doch da hinten lang eigentlich, ne, zu den Hütten, wo es hochgeht, zu Skivas. Skiva? Moment. Skiva? Wie komme ich denn auf Skiva? Skiva ist was von Skyrim. Wahrscheinlich. Also nicht Skitas? Skitas-Abhang heißt das Ding. Nicht Skiva, oh Gott. Der hier, Drunken Skiva ist, glaube ich, eine Taverne in Einsamkeit. Ja. Und die Wölfe stehen wirklich im Weg. Wirklich ganz leicht stehen die da im Weg. Und ich könnte es umgehen. Ich muss halt ein bisschen dran denken, was gerade... Wir könnten einige gute Sachen finden, weil da auch ein Keller ist, ne? Hat mich schon das Phänomen geklärt, ob auf Stalker Bunker vorhanden sind? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich gehe erstmal hoch. Und versuche die Sache mit mir selbst zu klären in der Zeit. Ja, wo gehen wir hin, ne? Wir könnten natürlich auch schon zum... Nein, Moment, so nicht. Zum Staudamm gehen. Ist wirklich eine Ecke bis dahin? Oder ich gucke, ob da vorne wieder ein paar Häschen gespawnt sind, die wir erledigen könnten. Um die als Vorrat zu haben. So schrecklich, wie es klingt. Okay, haben wir gegessen. Lecker, lecker. Und dann hier ab jetzt. Wir schlafen. Gute Nacht, Anna. Wir könnten natürlich vorne auch den
den Picknickbereich erkunden. 12 Tage. Ich will noch nicht zu weit nach vorne gehen, da wo es dann zum Wolfsberg geht. Ach, ich bin verwirrt. Lag da eigentlich? Nee, da lag eine Leiche, ne? Und wir haben natürlich jetzt das geilste Wetter. Bei dem Unterstand lag eine Leiche und kein Reh. Wir könnten Rehe jagen. Rehe jagen wäre auch eine Möglichkeit, ne? Also, hatte schon schlechtere Ideen. Ich muss kurz husten. Oder sagt mich räuspern, nicht husten. Muss gerade nicht husten. Ist gerade ein Traum. Muss gerade nicht husten. Warum sind wir überladen? Was habe ich denn alles mit? Warum? Warum? Ah, starving. Ach. Ja, Anna, was soll ich machen? Okay, sollten die Tees und so rauspacken, aber das macht jetzt auch den Kohl nicht fett. Wirklich nicht. Es ist eine Popelei gerade, wirklich. Pleasant Valley ist einfach nur eine Popelei. Eine ganz blöde Popelei, wirklich. Ah, ich mag's nicht. Und ich finde, was ich sehr amüsant finde, ist, wie alle, wo ich das erzählt habe, wegen Rätselsee, und dass sie da den Aussichtsturm sozusagen, oh, versetzt haben, wir sind nicht müde genug. Das ist natürlich ein Traum. Das ist einigen von euch so leicht zum Verhängnis geworden, hä? Es wäre mir nicht anders gegangen. Stand auch nirgends. Es stand... Oh Gott, wo sind wir? Was ist denn das? Das ist die Bank. Okay. Es stand einfach aber auch nirgends. Also ich habe es nicht gelesen. Sind wir nicht? Ich wollte gerade sagen. Wir sind doch im Bad. Hallo. So, Medizin. Dann packen wir mal den Lackpudding-Tee da rein. Hilft der? Was macht der? Steht da ein Text zu, was der macht? Lackpudding-Tee stärkt das Immunsystem und wirkt ähnlich wie ein Antibiotikum. Hilft das irgendwie? Können wir irgendwie, wenn wir Wolfsfleisch essen, das irgendwie wegmachen? Oder muss man es wirklich 24 Stunden, das ist schon, muss man das einfach ausstehen? Ich meine, ich würde Lackpudding-Tee dafür wirklich opfern, so in der Not. Also, braucht mir schon... Antibiotikum brauchen wir so gut wie nie, ne? Und wir haben hier sogar noch Antibiotika. Na nü. Eigentlich, ich müsste es eigentlich nur mal ausprobieren, ne? Ich glaube, ich mache das auch in der Not wieder. Dann esse ich mal das Fleisch und, wo ist denn jetzt? Hallo? Da. Dann esse ich das Fleisch... Und werde dann einfach mal einen Tee trinken und dann werden wir ja sehen, was passiert. Ich werde den auch erhitzen vorher. Ich würde gerne noch ein paar Stöcker loswerden, dass wir wieder welche aufsammeln können. So. 12. Ach komm, 2 Stück können wir nur abladen. So. Dann haben wir hier schon... Dann für später... Ich sammle gerade schon Stöcker für später, wenn wir die in die Schneehütte haben. So, Altholz 3 Stück. 28 Kilo. Puh, ne? So. Was trinken brauchen wir? Ich bleib mal dabei. So, wie sieht's draußen aus? Was ist draußen so los? Aber wir bräuchten den Riegel doch. Looks like a new day is dawning. Und der Wolf ist weg. No. Na, der Wolf ist gedespawnt. Der creepy Wolf. Aber was soll ich mich denn jetzt erschrecken? Och, Manu. Wir brauchen einen neuen creepy Wolf. The Return of Creepy Wolf. Hier, bitte. Ist das? Irgendwie ranlocken, glaube ich. Gut. Aha. Ich hole mir nochmal den Schokoriegel raus. Wir müssen irgendwie... Was sagen denn... Oh, Jemine. Die Thermounterwäsche ist jetzt immer noch...
Komm, ich repariere nochmal die Thermounterwäsche. Einfach, weil wir haben gerade nichts zu tun. Und wir können nicht lesen, weil wir Hunger haben. Deswegen bleibt mir gerade nichts übrig. Außer unsere Thermounterwäsche zu reparieren. So, ab jetzt. Ich kann im Dunkeln nicht reparieren. Ich hasse mein Leben. Gut, verdammt. wollen wir Feuer machen? Können wir das? Komm, wir machen Feuer. Wir machen Feuer. Ich nehme auch Holzkohle raus. Und mache jetzt einfach Feuer. So, mir jetzt egal. Dann haben wir wenigstens Licht. Ich kann was reparieren. Die Zeit vergeht und wir müssen nicht im Dunkeln draußen rumstapfen. Wir haben halt immer noch keine Axt. Ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und diese Biegung da hinten, wo dieses Auto steht, da am Ende der Karte. Da was liegt? Ich weiß nicht. Pleasant Valley ist so undankbar. Wirklich. Ja, ja, ja. Haha, so. Wie lange dauert denn das Reparieren? Dauert gar nicht so lange, oder? Reicht das eigentlich als Licht? Wie lange dauert das denn? 30 Minuten? Oh, es reicht. Oh, das ist ja Trauma. So, jetzt müsste es aber hell sein. Und das hat nicht funktioniert. Kurz vorher. Wirklich. Nee, nee, nee. So, ich esse jetzt diesen leckeren Schokoriegel. Ich werde mir noch etwas trinken einpacken. Umlagern. Und gucke mal, ob draußen... Vielleicht ist es draußen heller wie hier drin. Tatsächlich... Oh, ist gar nicht mal so unhell. Es ist halt nur sehr, sehr neblig, ne? Okay, alles klar. So ein Reh mit einem Stein zu erschlagen wäre auch was, hä? Jetzt schon? Wirklich? So schnell? Was? Da hinten sind Wölfe. Aber daran lag es doch jetzt nicht, oder? Waren wir dem Reh zu nah? Na nee. Da hoppeln wieder Häschen rum. Sag mal, wird es gerade wieder dunkler? Es klart auf jeden Fall. Das ist ja schon mal gut. Ich würde das Reh eigentlich gerne nah bei unserem Haus haben wollen. Nur ob das klappt, ist ja so eine Frage. Und das Ding ist auch, wir werden Besuch bekommen, sobald wir das Fleisch entnehmen, ne? Deswegen hätte ich es... Ich versuche es einmal nach vorne zu pushen. Wenn das nicht geht, dann habe ich Pech. Weil hier hinten ist mir... Ist mir vielleicht ein bisschen zu weit weg. Weil wir sehen da Wölfe. Und sobald ich nur ein Pfützchen von diesem leckeren Rehfleisch in meinem Inventar habe, sind wir sehr, sehr attraktiv. Diese werten Wölfe, die da alle da hinten rumdudeln. Und warum ist der Sound so komisch? Es irritiert mich. Ich denke die ganze Zeit, dass meine Ohren rumspinnen. So, Reh. Aber bitte in die richtige Richtung. Das wäre ein großer, großer Traum. Und go. Ja, sehr schön. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Gefällt mir. Okay, Reh. Du solltest aber auch da bleiben. Ich... Gut, jetzt wäre ich übermütig. Ich werde es nochmal nach vorne drücken. Ich darf nur dem Winkel nicht
Sonst ist das mir zu sehr bei den Wölfen. Dreh. Okay. Wollte schon sagen. Falsche Richtung. Oh, das. Oh Gott, gut. Jetzt muss ich einfach. Can't feel my hands. Ja, ist egal, Anna. Den Abzug kriegst du noch. Pull the trigger und dann. Jetzt muss ich nur noch gut schießen können. Da wäre schon das Problem. Also, wir haben ja eigentlich nur noch Rehe mit Bögen erschossen, ne? Und nicht mehr mit der Waffe. Deswegen. Oh Gott. Alles klar, sehr schön. Okay, jetzt habe ich die Wölfe durcheinander gebracht. Das ist ja ein Traum. Wo ist denn das Reh? Hier ist es. Ach, fuck. Oh, jetzt kann ich nicht. Kann ich das hier? Bau es hin, Anna. Mensch. Oh Gott, meine Hände. Huhuhu. Ich muss das machen. Ich kann jetzt nicht irgendwie hier. Ich habe nicht so viel Feuerholz mit, ne? Das Reh darf nicht eingefrieren. One little fire. Come on! fuck. Entschuldigung. Kann ich mir nur Unterkühlung leisten? Eigentlich nicht, ne? Schaffe ich es denn? Wie viel ist denn der Unterschied gerade? Oh Gott, ich hasse es, ne? Gefühlt sind es gerade minus 10 Grad. Können wir vergessen, glaube ich, mit Altholz. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, dass wir nicht mehr die Gradzahlen sehen. Okay, es ist ja nicht weit weg. Es ist nicht weit weg. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier drinnen müsste es warm sein, oder? Das ist so anstrengend, dass man ja Windkühle. Lufttemperatur minus 5. Was? Ich geh mal rein. Kacke, nervt mich. Was sind denn unsere Probleme? Komm. Leid des Kaltseins. Geh hoch. Ich mache mal eine Stunde nur. Und ich hoffe, das Reh ist noch einigermaßen. Ich muss das so machen. Ah, ich hoffe, das Reh ist noch. Ja, genau, das wollte ich erreichen. Kann ich es verabreichen? Nein, schade. Ist noch. Aber ich habe. Ja. Wenn nicht, hole ich mir Holz. Und tau es einfach wieder auf. Aber das Unterkühlungsrisiko ist halt wirklich kacke. Ist nicht schlimm. Gibt schlimmere Sachen, aber. Kann ich schon nachher laden? Ja, ne? Muss ja tierisch aufpassen jetzt, ne? Gleich. Also erstmal holen wir das Fell. Die Krähen. Okay. Kriegen wir es noch hin? Die Haut. Alles klar, das Wichtigste haben wir. Say I hate being cold. Ja, ja, hast du schon mal. Really do? Wollen wir eine Stunde machen? Komm, eine Stunde. Ich muss es eingehen. Ich muss es leider eingehen. Wir wenigstens. Okay, alles klar. Und let's go. Ich brauche wenigstens ein bisschen Fleisch. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich weiß, Anna. Ich leg's erstmal hier hin. Okay. Oh, okay. Es fängt so an zu schneien, Mano. Rennen die sofort los, sobald wir einen so einen Geruchstrich da haben, oder? Na, da sind sie. Okay, aber das Wichtigste haben wir nämlich das Fell. Um Gottes Willen, ja. Das Zweitwichtigste ist halt dann das Fleisch und danach wäre dann die Därme, die ja auch nicht so uninteressant sind, wie ich sie immer darstelle. So. Oh
Gott, sag mal, sind irgendwie die Felle größer geworden? Also so ein Fell ist nicht klein, nein, nein, aber... Huch, ah, Moment, habe ich die falschen Därme abgelegt? Ach, Quatsch! Ich habe ja... Ah, oh Mensch, jetzt habe ich... Oh Gott. Super verwirrt. La, 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 la. Und unser Feuerstahl ist kaputt. Feuerstahl, du hast uns tolle Dienste erwiesen. Danke, danke. Sehr lieb von dir gewesen. Nur leider müssen wir dich jetzt aus dem Inventar verbannen. So, ab dahin. Ich schnapp mir noch mal ein bisschen Altholz. Ich würde ja ein Feuer da machen. Nur, oh Gott, die Sonne ist draußen und ich werde hier angeschreit. Nur leider das Wetter ist draußen halt nicht gut. Wirklich nicht gut. Ich hätte gern das ganze Fleisch, wenn ich ehrlich bin. Ach, hätte ich wirklich gerne. Ich gucke gleich nochmal hin, entscheide mich gleich. Okay, ist nicht rot. Doch, ist rot ein bisschen. Der Magen unten. Das ist so verdammt gefährlich geworden. Ich meine, ich habe wirklich dieses Häuschen hier ein bisschen als Sicherheit. Wartet mal. Gab es nicht die Möglichkeit? Oh nein, verdammt. Ich habe die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen. Konnten wir nicht jetzt so ein Kadaver ein bisschen so auseinandernehmen? Also in sozusagen in Stücke mitnehmen, große Stücke und die dann woanders auseinandernehmen? Hier lang von, aber die Federn leicht anders. Oh, das ärgert mich jetzt. Mann, verdammt. Wir haben nichts zum Auseinandernehmen. Nichts. Ist so nervig, hier braune Axt. Und besseres Wetter. Jesus, it's cold. Willst du mir jetzt erzählen, dass hinten jetzt voice-freie Zone ist, oder? Ist ja eigentlich ganz geil, ne? Dann könnte ich eigentlich mal mein Vorhaben hier ein bisschen in die Tat umsetzen. Oder unten halt am Fluss langlaufen. Oh, wenn das Wetter nicht so kacke wäre. Okay, gut. Ich stelle mich jetzt mal kurz hier rein, verabschiede mich erstmal für diesen Part und schaue mal. Eigentlich wäre es jetzt gerade wirklich gut. Auch wenn es mich wirklich ärgert mit dem Reh. Obwohl, ich kann es ja auftauen. Ja, ich kann es doch auftauen. Mensch, jetzt habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich kann es auftauen. Natürlich, mit dem Feuer. Darum habe ich jetzt da gerade gar nicht dran gedacht. Okay, ich glaube, wir müssen im nächsten Part erstmal noch ein bisschen nochmal das Reh auftauen. Die Wölfe haben sich jetzt wieder auf dieses Feld hin verzogen, was natürlich jetzt gerade eher unpraktisch ist, aber okay, es liegt zum Glück nicht weit weg. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, mal gucken, ich bin gar nicht durcheinander, meine Güte. Aber hey, wir haben ein Reh getötet, wir haben das Fell, das ist am wichtigsten, aber ich hätte nachher gerne noch die anderen Sachen und habe völlig vermasselt, dass man ja jetzt da eine neue Technik hat. Ich habe darauf auch gar nicht geachtet, überhaupt nicht, in der Panik und in der Schnelle. Ich schau mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part bei The Long Dark mit der guten Anna dann wieder. Bis dann. Tschüss.